Doch heute bei ein Tantchen war auch lustig. Oh, wir konnten nicht mehr verlachen. Ja, Frau Sophia. deswegen habt ihr wahrscheinlich auch so komische Sachen Hä? gegessen. Wie geht es Ihnen, Frau Sophia? Wer soll das sein? Sind nicht Frau Sophia? Nein. Ehrlich, wer soll Sophia sein? Ich heiße Kim. Jetzt bin ich verloren. Kann man eine Vermisstenanzeige aufsuchen, aufrufen? Aber Herr Trevor, Sie können auch Frau Sophia. Ich kenne hier keinen aus der Runde außer Sie. Also, komm, ich könnte dir weiterhelfen, mache ich aber nicht. Lustig, dass ich einer solchen Sophia ähnlich aussehe. Frau Abby. Also, ich bin. Also, ich weiß nicht, was ich habe, und ich heiße Kim. Kim Taylor. Und Mein ich bin Vater war Kim Amerikaner, Greiber. meine Mutter Russin, also. Ne, Emmy, ich heiße Kim. Frau Abby? Ja, jetzt hat sie die Sprache verstanden. Ich glaube, die braucht noch gerade ganz Ja. kurz. Ich auch. Amy, bist du jetzt da? Ja. Ne, Emmy, ich heiße Ja, Kim. Amy. Das ist schön, Howdy. dass du wieder da bist. Howdy. Frau Amy, das ist doch Sophia, oder nicht? Wieso? Sie erinnert mich sehr an Frau Sophia. Nee, ich Nee, heiße die Kim erinnert Tyler. dich vielleicht an Sophia, aber an Sophia bestimmt nicht. Bin die Hauptstadt von so einem Land. Nein, ich meine, Sie kennen doch die Frau Sophia, oder nicht? Ja, aber die heißt doch Sophia. Nein. Ja, eben doch. Ich würde aufpassen, die hat einen Zverev als Wer soll Freund. denn Sophia sein? Ich kenne keine Sophia. Die Frau mit die mit Herrn Tanaka zusammen ist. Aber die Ja, hatte doch wer rote ist Haare. Tanaka? Und außerdem heißt sie Sophia und nicht Sophia, du. Mach mal deinen Hut ab, sag mal, dass du mal dumm ausdünstest. Wissen Ich Sie glaube, was? es wird nichts helfen. Herr Zascheri, ich lade Sie einfach mal zu einem Pistazid-Eis ein und dann geht's wieder. Pistazid. Ja, alles klar. Nee, das machen wir. So ein komisches Eis, da kannst du mir vielleicht eine Freude mit machen, das stimmt. Pistazien-Eis, okay, alles klar. Also ich kenne Selektionseis. keinen Sophia, keine Sophia und keinen Tanaka. Also ich bin erst seit ein paar Tagen hier. Tja, jetzt bist du verwirrt, was? Ich bin verloren. Ja, das glaube ich auch. Also ruf mal PD an, mach mal, wir müssen uns. Da. Vor allem, Wäre ich hab. bestimmt gut. Sie macht das auch. Was denn? Dieses da. Ich sag doch, Das ist mein Russisch. Vater war Amerikaner und meine Ach so. Mutter Russin und die haben beide in Russland gelebt, in Moskau. Bah. Okay. Dass die da alle gleich sprechen müssen, das verwirrt einen. Ja, das stimmt, Da. aber. Da, das ist halt Krankheit von einem Russin, da. Ja, Also Pischlow macht das auch immer. Genau. müsstest du doch eigentlich da, wo du herkommst, immer sagen, of course, zum Beispiel.